ils ne passeront pas. Herzlich willkommen zu Verdun Hauteurs oder auch Verdun Heights oder auch Wadeng Höhen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es die neue Map, die einzige aus den DLC-Bereichen, die wir jetzt bis jetzt ja noch nicht gesehen haben. Es ist They Shall Not Pass, natürlich. Ils ne passeront pas. Aber dieses Mal natürlich nicht CTE. Was so viel bedeutet, wie wir können diese schöne neue Map sehen. Wir müssen uns aber tatsächlich auch wieder alle Waffen freispielen aus dem neuen DLC. Und das könnte wieder etwas dauern. Es ist meine erste Runde so ziemlich drauf. Also eben gerade bin ich schon draufgegangen, da waren es noch so 200 Tickets über. Und da wurde mein Team ordentlich fertig gerührt. Insofern, da konnte ich mir gar nicht so viel von der Map ansehen. Ich hoffe, dass es diesmal ein wenig anders ist. Wir haben es immerhin schon bis zu Caesar jetzt hier vorgeschafft. Kriegen wir doch da hinten weg. Also ihr müsst euch das ungefähr ein bisschen vorstellen. Sie ist sehr schlauchförmig, die Map. Das auf jeden Fall. Und naja, sagen wir mal so, es gibt in der Mitte der Map gibt's ein Tal und von links und rechts wird gerne runtergesniped. Also es könnte durchaus eine Map sein, auf der es sich lohnt, mit Rauchgranaten zu spielen. Ansonsten gibt es hier natürlich jetzt auch diese neue Elite-Klasse, diesen Nahkämpfer, den Grabenkämpfer. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo der so ist. Na, da ist doch... Können wir doch auch noch hier. Ja. Ich weiß noch nicht, wo es den gibt, den müssen wir mal noch rausfinden. Ich glaube, etwas gelesen haben, dass es bei Caesar ist. Aber ich bin ja noch nicht... Ach, jetzt bleibt es hier wieder am Stein stecken. Jetzt können wir wieder. Zack, 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 zack. Nee, der haut ab. Wir brennen. Wir werden uns mal ein Stück weit verpissen. Also ich habe irgendwas gelesen davon, dass es bei Caesar den ganzen gibt. Aber naja, mal schauen, mal schauen. Ansonsten, es gibt keine Fahrzeuge, es gibt keine Flugzeuge. Also es ist eine reine Infanterie-Map. Insofern schon mal richtig geil. Aber so von den ersten Eindrücken her muss ich sagen, es kommt mir so vor, als wäre es insgesamt zu offen. Also gerade jetzt wegen Sniperei und weiß ich was alles, das ist schon... Bei den meisten Punkten gibt es tatsächlich so eine Art Untergeschoss, aber da muss man halt auch erstmal reinkommen. Und ich glaube fast, dass das Balancing Ihnen hierbei noch nicht gelungen ist. Aber wir schauen es uns halt weiter an. Und ihr seht schon, wir müssen hier dieses Mal auch mörsern. Das ist aber wieder, um uns die scheiß Waffen freizuspielen, das Shoshat-Teleskop. Dafür brauchen wir 15 Kills mit der Benny Mercier mit Teleskop. Innerhalb einer Runde müssen wir die erledigen. Und wir müssen... tatsächlich mit dem Mörser-Kills machen. Und das kriegen wir durchaus recht hin. Da haben wir auch keine Rundenbegrenzung. Das sollte durchaus möglich sein. Das mit der Benny Merci habe ich tatsächlich schon fertig. Das habe ich letzte Runde noch hingekriegt. Das war jetzt nicht so schwer. Weil du legst dich einfach teilweise irgendwo hin, klappst das Ding aus und dann zielst du halt auf den Kopf. Gerade weil hier sehr viel Sniper unterwegs sind, ist das nicht schwer, diese 15 Kills hier gerade auf der Map zu sammeln. Und jetzt müssen wir halt diese Runde noch ein bisschen mit der Mörser unsere Kills machen. Und dann kriegen wir auch die gute alte Shoshat-Teleskop wieder. Das glaube ich auch demnächst meine Lieblingswaffe sein wird. Ansonsten werden jetzt wahrscheinlich alle Leute, die sich nicht Premium geholt haben, feuchte Augen kriegen, weil ich glaube, selbst die, die sich das DLC an sich geholt haben, haben immer noch keinen Zugriff. Dieser Vorabzugang, der praktisch ab heute startet, das ist nur für die Leute, die sich auch tatsächlich Premium, sprich den Season Pass, geholt haben. Linus und ich haben das zum Glück getan, rechtzeitig für 35 Tacken und nicht zum Vollpreis, sehr schön. Aber naja, gut, im Endeffekt finde ich es insgesamt, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße, dass sie da die Community wieder so ein bisschen splitten und sei es auch nur für ein paar Wochen. Was soll das? Was soll das? Ich hätte es tatsächlich auch schöner gefunden, hätten sie die Maps einfach so rausgebracht und dann, ich weiß nicht, als bezahlbare Varianten gut gebalancete weitere Waffen oder sowas. Also da das Arsenal erweitert oder sowas. Das hätte ich tatsächlich sogar fairer gefunden, aber dann ist wahrscheinlich damit auch nicht ganz so viel Geld zu verdienen. Schade, schade, denn so eine... Hallo, will ja doch tatsächlich hier genau neben uns weiter Börse. Ist halt immer ein bisschen schade, wenn man halt die Community splittet. Das war auch schon bei Battlefield 4 so. Ich meine, bei Battlefield 4 ging es ja dann irgendwann los, dass unsere Community irgendwann relativ groß geworden ist. Und immer mehr Leute auch mitgezockt hatten, die zum Beispiel sich nicht Premium oder DLCs geholt haben. Komm, 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 repetier, Pistole, ja. Oh, da gleich den nächsten. Und da war es dann halt auch schon so, dass einige halt nicht mitzocken konnten und dann auch ständig nachgefragt haben, ob wir dann nicht mal auf Vanilla-Maps spielen können, beziehungsweise auf Server spielen, die nur Vanilla-Maps anbieten.
Und da bekommt man relativ schnell auch an eigener Haut sozusagen auch die Spaltung der Community mit, was wirklich sehr traurig ist. Aber gut, jetzt ist es halt nun mal so, also wie gesagt, Premium braucht ihr, um es jetzt schon zocken zu können. Das heißt, auch in den nächsten Streams wird das so sein, dass wir höchstwahrscheinlich natürlich Linus und ich, beziehungsweise ich allein oder wie auch immer, dass wir natürlich dann auch hauptsächlich das DLC spielen. Allein um sich die Sachen schon freizuspielen. Und insofern, ne, werdet ihr dann höchstwahrscheinlich ein paar Probleme bekommen, mit uns mitzuzocken. Kann man natürlich live sich immer noch drauf einigen. Wenn jetzt zu viele das nicht haben sollten, dann kann ich das vielleicht splitten oder so weiter oder so weiter. Aber prinzipiell will ich das natürlich hier auch selber zocken. Und da ich es privat so gut wie gar nicht spiele, das gute Spiel, sondern fast alles ja immer entweder streame oder aufnehme, wird es wahrscheinlich dann doch eher zu den Gunsten laufen, dass wir halt auch die neueren Maps spielen. Und ich will mir halt die ganzen Sachen wieder freispielen. Ich will die Schuschat und allem die da rum mit Teleskop. Ich will die auch wieder mal in der Light-Variante. Die hatte ich nämlich noch gar nicht. Will ich mal schauen, ob die am Ende nicht vielleicht sogar besser ist. Da können wir soweit jetzt erstmal nicht raus. Aber gut, so viel dazu. Dann werden wir mal gucken. Also hier scheint so ein bisschen der Hauptpunkt zu sein, Caesar. Hier wird am meisten drum gefightet. Das war letzte Runde auch schon so, bis wir halt dann ordentlich aufs Maul gekriegt haben. Weil ich eingestiegen bin, war der große Fight bei Caesar. Und dann wurden wir nur noch zurückgedrängt. Da haben wir noch einen. Und hier kann man wenigstens auch so ein bisschen unten rein. Also es gibt durchaus sneaky Plätze. Zwei haben wir noch mitgenommen, ja. Aber wie gesagt, man muss halt teilweise recht offen laufen. Vor allen Dingen so ab der Mitte der Map gibt es einige Punkte, wenn man dann praktisch bergauf läuft, links oder rechts praktisch aus dem Tal hoch, dann kann man halt aus der anderen Talhöhe sozusagen auch wieder recht gut beschossen werden. Und da einer, wenn da sich einer hinlegt mit dem ausgeklappten MG oder natürlich Sniper, hast du kaum eine Chance. Das ist schon wirklich sehr böse. Ich hatte es ein paar Mal versucht, einfach loszustürmen, um mir ein bisschen was anzuschauen. Hat nicht funktioniert. Wurde sofort instant gekillt. Oh. Und ansonsten muss man halt mal gucken. Ja, also es gibt ein paar Gräben, ja, das ist schon mal ganz schön, also man kann hier im Großen und Ganzen auch sehr stark in Gräben kämpfen, vor allen Dingen im anderen Teil der Map, also jetzt nicht praktisch bei unserem Spawn hier, nicht bei A, sondern eher Richtung C und D, da gibt es eine ganze Menge Gräben und wie ihr seht, was sich auch lohnt, wir müssen es jetzt ja tatsächlich machen, sonst würde ich es ja gar nicht mit dem Mörser spielen, weil ich ihn eigentlich ziemlich lame finde, aber ich meine, er ist okay, aber er macht mir halt zum Spiel das Spiel Spaß dabei, ist halt irgendwie lame. Weil irgendwie gibt mir das nichts, wenn ich dann da irgendwie Kills aufploppen sehe, nur weil ich irgendwie über große Distanzen da irgendwie rumgeschossen habe. Außerdem kannst du natürlich auch mit deinem Squad nicht richtig mitarbeiten. Aber ich muss es halt machen, damit ich die Schussschat kriege. Aber ihr seht zum Beispiel jetzt hier bei B, wird schon richtig dick gemörsert, weil hier lohnt sich das. Aber hallo, vor allen Dingen, wenn halt da die alle auf einem Punkt sind, wenn dann das gefühlt das halbe Gegnerteam da anstürmt, um diesen blöden Punkt einzunehmen. Naja, komm, zwei, drei Leute mit Mörser fetzen da rein und du sammelst Kills en masse. Ich meine, jetzt haben wir gerade auch schon, glaube ich, fast mit jeder Granate einen Kill gesammelt und mit einer Granate teilweise über 200 Schaden gemacht. Also dann müssten wir ordentlich was getroffen haben und jetzt kommt da gleich den nächsten. Und den nächsten. Und ich glaube, jetzt sind sie aber so ziemlich alle weg. Das wird jetzt nicht mehr. Nee, aber immerhin wieder noch zwei Leute, also da seht ihr. Ja, und sowas gibt es teilweise auch an den anderen Plätzen. Das heißt, ich glaube, selbst wenn diese Anfangsquest vorbei ist, um sich die Schuschat freizuspielen, wenn das die meisten gemacht haben, glaube ich, werden wir trotzdem auf der Map relativ viele Mörser erleben. Also man könnte sagen, bis jetzt ist es eine Mörser-, Sniper- und ausgeklappte MG-Map sozusagen. Und natürlich ein Gehaschere um die Elite-Klasse. Da muss man halt dann auch wirklich Glück haben, so wie wir jetzt in diesem Fall, einfach mal bei Caesar spawnen und genau in diesem Augenblick spawnt das gute Schmuckstück, der Grabenkämpfer. Und ab jetzt rennen wir mit einem schicken, großen Morgenstern durch die Gegend. Und ihr seht, also ich bin jetzt natürlich noch gleich ein bisschen unbeholfen, das müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Also ihr seht, wir haben drei Granaten. Wir haben den Revolver Nummer 3 oder Nummer 5, ich weiß jetzt nicht mehr, ist egal. Den haben wir als Fernkampfwaffe, aber ansonsten halt nur dieses große Ding. Und das ist natürlich One-Hit und das ist ziemlich geil. Und wir haben Rauchgranaten auf 4, was sehr wichtig ist, glaube ich, so auf Dauer. Denn, naja, er hat halt, auf Entfernung ist halt jetzt nicht so groß. Aber er kann sich halt zum Teil halt auch selber heilen, was schon ziemlich geil ist mit der Kiste. Erstmal kannst du es bei deinen... Das wird nix. Erstmal kannst du natürlich auch deine Leute heilen, aber du musst dich auch selber heilen, tippe ich mal so auf Dauer. Wenn du halt auch mal ran musst, kriegst du halt auch Schaden. Ja, und komm, und ja. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Elite-Klasse super viel Spaß machen wird. Vor allen Dingen in den engen Gängen. Also hier ist es tatsächlich jetzt ein bisschen eher zu offen. Aber jetzt sehen wir wenigstens noch so ein bisschen den hinteren Teil der Map. Oh, hallo, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Für sein Scheiß-Emblem hat er es definitiv mal verdient, dass man ihm den Scheitel gerade biegt. Vielleicht hilft das ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich meine, so leichte Schläge auf den Hinterkopf. Nein, jetzt bleib doch stehen. Ich hatte doch noch was mit dem vor. Ach, je. Naja gut,
Ihr seht, es ist halt relativ schwer. Da muss man sich noch, glaube ich, ein bisschen drauf einspielen, auf die Elite-Klasse. Die spielen sich halt sehr, sehr anders als alle anderen. Insofern aber halt auch wieder geil und die macht halt Laune. Es gibt echt Feeling, wenn du dann durch die Gegend hottest mit dem Morgenstern in der Hand und so weiter. Das ist schon, macht auf jeden Fall Spaß. Na gut, das sind so ein bisschen die ersten Eindrücke. Wir werden wahrscheinlich das dann ausführlich in den nächsten Streams oder Folgen noch irgendwie dann behandeln. Müssen wir mal schauen, was wir hier alles noch so großartig finden. Denn man darf ja nicht vergessen, auf den anderen Maps sind bis jetzt ja zum Beispiel auch noch nicht die Elite-Klassen gespawnt. Also da kommt ja noch mal ein bisschen was dazu. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat zuzusehen. Wir werden demnächst noch sehr viel mehr davon sehen. So viel ist klar. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Il ne passeront pas.